Quatsch, da geht die Lampe aus. So, Dalle, hallihallo und herzlich willkommen zu Franziska. Ja, im zweiten Startversuch gerade. Es hat auf dem falschen Monitor gestartet. So, habe ich denn, ist denn jetzt alles eingestellt noch? Quality, Ultra, was ist denn Sehen? Sehen, Res, FX, aber überall komme ich nur auf New Game. Das, nee. Warte, die 5. New Game. Exit. Nein, Exit nicht. So, wir machen dann, ich nehme an, New und Day 1 würde passen. Gespannt bin, steht da im Chat, weil wir spielen auf Twitch hier. Und bevor es losgeht, Hallihallo, da bin ich wieder. Beziehungsweise jetzt auf YouTube bin ich hier in dem LP, wird es ein LP? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier zum ersten Mal. Und der Twitch-Chat musste meine Visage schon die ganze Zeit ertragen. Der Wisebot soll einen Witz erzählen. Kann er nicht. Gott sei Dank. Dafür habt ihr doch mich. Zickenmama kann doch über die Qualität meiner Witze bestimmt einiges berichten. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ah. Wie lange streamen wir denn eigentlich schon? 4 Stunden. Wow, nicht schlecht. So, ich sitze bequem. Wir machen Mathe. Hi, my name is Mike and I'm 14. I go to school, but now I am on holidays. The company where my parents work has moved to another city, so we had to move as well. Right from the moment we moved in the new house, I started to hear something strange. To hear some strange sounds. Das ist der bestlesbare Font ever. And after a few days, I began feeling that there was someone else in the house. And when looking out of the window, it seemed that I could see somebody's figure out there. It was a girl. And yesterday she left a present at our door. When I picked it up, she started following me. The next day, our neighbors told me that she had been a girl who liked to come to that house and play hide and seek with those who lived there. Na super. Today my parents went to Mexico, Mexico for a week, and I'm gonna have to spend 7 days alone in our new house. Ich drücke die Maus. Alone in our new house. Okay, Hide and Seek, Versteck spielen. Wie lange ich heute mache? Ich denke mal. Oh, Game Tipps. Moment. Mein Fernglas. When the girl is far from you. You get your fear level rising. Your fear also rises if the girl starts singing. Hört ihr mich eigentlich, wenn ich so neben das Mikro quatsch? It is important to keep your fear away from the critical level. Okay, wir dürfen nicht zu so viel Schiss kriegen. Ganz kurz, wie lange ich heute mache? Ich denke mal so, wir peilen mal so 9 Uhr an, ne? Da wissen wir alle, wie weit es ist und Schweinelocke braucht auch nicht mehr kneifen. Ich glaube, die muss irgendwo hin. So, also nochmal, wenn das Mädchen weit von uns weg ist, ist far from you, ja, geht unser 4-Level hoch. Warum? Und wenn sie singt, widersteht was, ja. Das Thema, warum habt ihr eure Brillen nicht an, hatten wir eben schon. Okay, wir werden ja sehen, was passiert. If you don't want to fear, you can close your eyes, but with your eyes closed, you will not be able to see or hear anything. Kann nichts hören, wenn ich meine Augen geschlossen habe. To close your eyes, press right mouse button. Wir werden nichts sehen und wir werden nichts hören. Da sind Kameras in einem der Räume. Du kannst sie benutzen, um zu sehen, was in dem Haus vor sich geht. Dann sind da keine Kameras, sondern Monitore wahrscheinlich. You can watch what the cameras show using a tablet. You can watch what the cameras shows. Ein Tablet. It is better to install cameras before you find the present. Wir sollen. Okay, wir sollen Kameras. Gesundheit. Press Center Mouse Button to select a tablet. Press 1, 2, 3 or 4 to switch between the cameras. Center Mouse Button. Alter, 14 Jahre. Muss ein Ami sein. F.
Center Mouse Button. Ja. Ach so. Jetzt können wir die Kamera hier mitnehmen. Und hier so hinstellen. Und dann nochmal drehen. Der ist richtig rum. Die ist richtig rum, ne? Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Nein. Und jetzt können wir mit Center Mouse Button einen Scheiß machen. Ach so. Entschuldigung. 1, 2, 3. Ah ja, die 3 filmt jetzt da hinten hin. Okay. Ach so, man muss. Haben wir eine Flashlight? Wir haben keine Flashlight. Alter, diese Schritte. Ist das Haus von PewDiePie? Why PewDiePie? Sicher, dass es kein Elefant ist. Es hört sich ein bisschen so an, ne? Okay, wir wissen ja noch niemals, was es hier alles für Räume gibt. Dann stellen wir die mal hier hin. So. Alter. Achso. Nadine, das Problem hattest du doch letztens auch bei Husk. So, sag mal. Komm, wir sind mal Schweine hier. Wo ist denn vorne bei der Cam eigentlich? So, ne? Wie kleinen Drecksschweine. Wir filmen jetzt erstmal auf dem Pott hier. Moment, ich sehe das gerade. Das ist für euch ziemlich laut, oder? So. Immer noch sehr laut, ne? Obwohl, das ist zu leise. Oder? Müsst ihr mir mal sagen, wie die Lautstärke ist. Ich kann jetzt nur nach dem Balken gehen. Ich glaube fast, da kann noch einer drauf. Bläh. Hyper, hyper. Den Flurfilm wäre nicht schlecht, oder? So. Kein Elefanten mehr. Ich habe das gerade auch erst am Pegel gesehen. So ist das auf der anderen Seite. Oh, das elterliche Schlafzimmer. Ja, ganz schön Dreck auf der Linse, der Junge, ne? Das ist nicht nur korpulent, sagen wir es mal so. Ein äußerst korpulenter Mensch, wie er sich anhört. Der hat doch Dreck auf der Linse. Und ich habe eben dem Spiel Unrecht getan. Es war ja wirklich ein Raum mit Kameras. Laufen, das ist schon. Die Klo-Cam. Was? Das ist, wenn mein Lautsprecher unter dem Tisch die Fusseln durch die Gegend schubst. Ach, dein Fußmassage-Booster, ja.
hier die Eingangstüre und das ist besonders schön. Ich habe die Kamera falsch umgestellt, oder? Das ist die da hinten. War die hier? Nee. War die denn? Okay, die Spannercam läuft. War das die hier? Oh. So, wie sieht's aus? Besser. Wir sind unsichtbar. Wir sind unsichtbar. Ich kann springen. Interessiert die Kamera an Scheißdreck. Okay. So, nü. Okay. 20 Minuten, da ist eine Switch drin, ne? Na bitte nicht. Schon genug Horror hier. Jetzt haben wir echt lange die Kamera aufgestellt und dann... Ja, ja. Mach weg. Ich habe die Augen geschlossen, die gingen aber nach einer Zeit wieder auf. Okay. Tralle ich auch nicht. Ich ralle die Spiele heute nicht, Leute. Ich ruff it nicht. Dann würde ich eher sagen, wir platzieren die mal hier. Ist jetzt richtig rum oder nicht? Nee. Scheiße, Mann. Hauptsache eine 4K-Kamera. Ist doch nie im Leben 4K. Guckt euch doch mal an. Ja, die ist nicht schlecht. Da ist eine Puppe drin namens Emily, das kann sein. Das wär's noch. Okay. Wir können ja auch draußen irgendwie hin, ne? Wir sollten auf jeden Fall hier, die war schon nicht schlecht, glaube ich. So rum, ne? Ja, wow. Wieso ist hier eigentlich kein Licht? Also die Architektur heute, die ist echt irgendwie... Ist schon extrem grenzwertig. Was war das? Ach ja. Vielleicht können wir ja weglaufen dann, wenn, so, hier unten ist ein, ein Schrank. So. Na, ich will mal gucken, ob man die vielleicht auch noch draußen hinstellen kann. Was ist denn hier eigentlich? Boah, trinken. Mann! Okay. Wieso lassen wir das Geschenk nicht einfach liegen? Ah. Okay. So, ne? Ah ja.
Von da, sie kriegt Albträume von der Uhr. Diätpillen, was? Eine Packung. Eins von dem Geschenk ist eine Packung Diätpillen. Was willst du mir damit sagen? Unglaublich. Der einzig männliche Zuschauer. Nee, ich gucke ja auch zu. Das ist der Flur oben. Wo ist denn diese Kamera? War das dann die da hier rechts, da in dem Raum? Bappen. Ist das die hier? Ah. Oh. Ach so. Ah. Das ist cool. So. Ein Steam Key für Emily Wants to Play ist in dem Paket. Kann ich ja verlosen dann. Da sind doch Burger. Und Pommes. Pomse. Okay, ich nehme jetzt dieses Geschenk und renne da drüben in den Schrank. Ich nehme das Geschenk und renne in den Schrank sozusagen. Sie? Okay, wir dürfen nicht. Wie soll das reimen lassen? Jetzt erst recht nicht. Für diesen Diätpillenwitz von dir eben. Da werde ich dich jetzt quälen. Kann sich nicht entscheiden, wo sie rumspuckt. Ja, die zappelt da schon ein bisschen unkontrolliert durch die Gegend, aber wie können wir ihr denn entkommen? Also der Balken darf nicht ganz hoch gehen. Oder müssen wir vielleicht... Warte mal. Wir probieren es noch einmal. 10 Minuten haben wir noch, dann machen wir Feierabend. Die sieht aus wie N64, da hast du voll und ganz recht, Kapuzen-Ninja. Das dachte ich mir gerade auch so ein bisschen. So, pass auf, ich nehme jetzt mal die Kamera, diese. Und das ist die Nummer 3. So. Die Nummer 3 stelle ich mal wieder hier unten hin. Na, mach ich mal so. Was war hier drin? Hier drin war nichts. Kann ich mich hinhocken? Nein. Aber hier so... Oh. Mich nicht hinhocken. So, die nächste Kamera. Du musst gleich wen? Gleich kommt unser Übernachtungsübersuch vom Bahnhof abholen. Ja, warte, wir machen noch mal schnell, wir probieren noch was und dann machen wir Feierabend. So. Bringt das denn was hier oben überhaupt? Das ist der Flur. Ah. Eine dicke Junge, ne? Zumindest haben wir schon mal länger überlebt als beim ersten Mal. Die Idee mit den Kameras finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist aber die Frage. Die Frage. Wir können ja hier nirgendwo mehr. So, welche war das? Diese.
Ich will mal gucken, ob die auch hochkommt. Wahrscheinlich wird sie das machen, wir sind dann sofort Fratze. Pandi, schönen guten Abend und viel Spaß bei deinem Besuch abholen, ne? Falls du das noch mitkriegst, ich war hier gerade leicht abgelenkt. Ich nehme doch aber stark an, wir müssen hier irgendwie, dass hier irgendwie alles... Guck mal, hier ist auch noch ein Schrank. Dann würde ich sagen, die Cam stellen wir hier hin. Das ist diese. So. Okay. Damit haben wir alle vier Cams jetzt durch. Und wir rennen, warte mal, ich renne gleich die Treppe hoch. Ist ja Kopfschmerzen von diesen Schritten. Die Treppe hoch und dann gehe ich in diesen Schrank. So. Und dieser Schrank wird überwacht von Cam. Das ist die draußen, das ist die unten. So in etwa, ne? Das ist Cam 2. 3 ist unten. Okay, pass auf. Was war das? 2? 2, ne? 3 war unten, 2 ist unsere. Habe ich gesagt, 2 ist unsere, 2 ist unsere. Müssen wir jetzt 4 Minuten 37 ausharren? Was ist die denn? Unten. Okay. Hier scheint noch alles gut zu sein. Kleines N64-Model. Viel Spaß damit der N64-Püppi, hat auch noch Fantasi geschrieben. Die geistert immer noch unten rum. Was für eine Art Puppe ist denn das? Kommt die anscheinend gar nicht, ne? Wir müssen mal wieder... Wenn wir uns die Augen zuhalten, hören wir ja nichts. Wo ist das? Sie ist oben.
Ach so, wir können wegrennen, ne? Ja, Kapuzen-Ninja schreibt das, was ich dachte. Huch, Drakon09, vielen, vielen Dank für den Follow. Huch, jetzt bin ich aus dem Spiel raus. Warte, egal, dann mache ich das eben so. Und ja, wir gehen jetzt hier raus. Ich denke, das können wir auf jeden Fall auch noch mal irgendwann mal so zwischenschieben oder so als Lückenfüller oder sowas. Das macht eigentlich glaube ich, wenn man da so ein bisschen mehr die Taktik raus hat, dann könnte das sogar... Wir können nämlich auch weglaufen, glaube ich. Weil der Balken muss sich ja erst füllen. Das heißt, wir können bestimmt weglaufen. Gut, okay. Guck mal, 5 von 9, das heißt, erlösen wir mal Schweinelocke von ihrem Bedürfnis. Wohl hat sie, glaube ich, schon. Besuch kriegst du gleich. Okay. So, gut. Was? Hamsterin ist schuld? Kicher schuld bin? Wofür? Wieso bist du schuld? Im Geschenk ist eine N64. Das wird sein, Kapuzen-Ninja. Ich muss ja auch noch irgendwo einen rumfliegen haben. Oder? Ja, doch. Irgendwo muss hier noch ein... kann ich nicht sehen, ist der Greenscreen im Weg. Oh, so, gut. Auf YouTube, jetzt an dieser Stelle. Macht es gut. Ciao. So, und an euch hier im Chat. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das hat richtig Spaß gemacht. Obwohl, Emily Wants to Play geht echt... Achso, dass ihr mir folgt. Ja, dann doch, danke dir. Emily Wants to Play geht echt ans Gemüt. Das muss ich mal so sagen. Das hier ist ein bisschen, man kann so ein bisschen vorher ausprobieren, die Camps ein bisschen hinstellen. Die Idee dahinter finde ich sogar sehr geil irgendwie. Und wahrscheinlich muss man, wenn man die dann da sieht, wir müssen bestimmt irgendwie eher die Versteckpunkte filmen und gucken, wo frei ist und uns dann da hinschleichen und verstecken. Oder irgendwie sowas. Konsolen können nicht fliegen. Ach, weil hier einer rumfliegt. Oh. Wer sagt immer, ich mache schlechte Witze? Zickenmama. So, Leute, schönen guten Abend. Ja doch, schönen Abend euch noch und ich gehe hier schon mal raus. So, Patch, Game zu Ende.